Ja, das ist hier auch ein tricky 2v2, ne? Darius ist schon sehr stark. Ah, Fiora auch gut. Karthus auch gut. Udyr auch gut. Ah, Udyr ist nicht so gut. Ich glaube, Nivia sollte weggehen, damit sie rechtzeitig Mitte ist. Und der Udyr wird most likely den Rap-Split einfach annehmen. Und Botside gehen. Meine Botside invaden. Wir gehen jetzt für die Mitte Gang. Oh, not bad. Actually, ziemlich gut dope gespielt. Genau deswegen war ich mir unsicher, ob ich da reinlaufen kann. Dass Nautilus Star Roam hat, ist natürlich auch irgendwie schade. Jetzt renne ich gerade dem Udyr hinterher. Top kann er sich einfach einpushen lassen. Es sieht mir nach keinem guten Gank aus. Deswegen gehe ich da mal nicht für. Und wir gehen jetzt in unsere Botzeit. Nice Wall.
Main Jungle Path finde ich sehr, sehr awkward. Dass der Nautilus so viel roamen konnte, for free, ist ein bisschen frech eigentlich. Und dass die keinen Advantage-Spotlane ziehen konnten dafür. Mitte ist gerade gebased. Wir werden da nichts machen können. Am Drake. Wir machen 4-Mann Dive Botlane. Well played von denen, not gonna lie. Ja, hat er recht, actually, ne? Wenn ich da sehe, dass die den Drake machen, hätte ich Botlane gucken müssen, ob die gedeicht werden können. Ich dachte, ich crossmap das einfach, indem ich farme. Ist halt auch eine Antwortmöglichkeit, aber wenn meine Botlane dann stirbt. Wir haben jetzt auf jeden Fall mehr verloren, als ich hier bekommen habe. Dementsprechend war das nicht so gut. Geben wir Botlane einfach auf. Wir müssen jetzt halt Toplane-Play dafür kriegen, ne? Das ist halt relativ wichtig. Das ist auf jeden Fall nicht das Play. Schön gemacht. Danke dir für deinen Twitch Prime. Ist mehr kostenfrei. Ich werde Top kommen und setzen. Vielleicht kriegen wir dann sogar den Turret first. Ja, kriegen wir. Nice.
sehr gut. Ich denke, am Ende des Tages ist es richtige Play gewesen, ne? Sehr, sehr nice. Wir haben Fiora da, ne? Also eigentlich. Eigentlich hätten wir den Drake nehmen sollen, denke ich. Aber wenn wir noch den aufgeben, ist es auch fein. Ich war auch nicht in Position dafür, muss ich sagen. Ne? Ah, nice. Gibt's. Hat vergessen, dass er W hat. So, okay. Let's see what we can do. Oh. Okay, ja, schwierig, ne? Das war dann doch eigentlich recht offensichtlich. Wenn er da Udi stunnen würde, hätte er vielleicht eine Chance, glaube ich. Das reicht nicht aus. Ja, das ist ja crazy Makro Game, ne? Wird sehr viel darüber entschieden gerade. Leider doch den schlechteren Sideliner erwischt. Der wird dafür jetzt gehen.
irgendwie gar nicht gesehen. Ne? Ich weiß nicht, ob das legal ist von denen. Wieso, ja. Genau. Ja, und mich auch. Doch, alles sehr, sehr terrible. Naja, geht so weit. Oh, vielleicht soll ich mir noch was kaufen. Drake müssten wir dann halt doch eher kriegen, ja. Ja, Support für Jungle zu traden ist halt eher semi-gut. Was zur Hölle? Wie viel Schaden der macht? Das ist crazy mit diesem Item-Bild, ne? Hm. Okay, wir kriegen den aber, das ist gut. Ich hätte Midwave catchen sollen, maybe. Midwave kann wir auch Space annehmen. Treffer, sag ich auch. Okay. Wie spielen wir jetzt das Spiel, ist die Frage, ne? Das ist ein sehr, sehr harter, ekliger Stellungskampf irgendwie. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir so viel reinsteppen können. Ja, da ist alles gone, ne? Die könnten halt jetzt gerade auch Nash machen, ne? Yep.
Wir haben Darius, dem Sidelaner, den Baron Buff genommen. Das ist fein, das ist fein. Das ist sehr hard to play, das Game hier, ne? Sehr, sehr hard to play. Ich weiß nicht unbedingt, wie wir hier vorgehen, um zu gewinnen. Wir müssen auf jeden Fall Drake contesten. Wir können ein Play auf den Sidelaner machen. Das ist die Frage, ob wir dann noch genug Zeit haben für... Actually, hätte ich das vielleicht machen sollen. Wir kommen hier, glaube ich, eh nicht richtig voran. Wir müssen jetzt halt rein. Ah, I guess wir müssen ihn nicht contesten. Wir können es auch nicht wirklich. Da Base sein sollen? Vielleicht hatte sie keine Ult, aber jetzt. Ganz schwieriges, so wir bluten langsam aus einfach, ne? Wir bluten einfach langsam aus. Ist sehr schwierig hier aktiv zu werden in dem Game, weil die so viel Range haben. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was unser Plan ist so vom Game. Und diese Stand-Downs verlieren wir einfach, weil wir outranged werden. Wir müssen halt mit Fiora Sidelane gewinnen oder Teamfights spielen. Teamfights werden wir outranged und Sidelane verlieren wir. Hier werden die gleich lang gehen, wo ich bin. Ich finde, ich brauche da einfach Assistance, so wir sollten die dann nicht passen lassen. Aber sehen die irgendwie anders. Boah, wir haben like, wie gewinnen wir das Game? Er ist die besoffen.
Der Udi ist schon ein bisschen am Enden, so. Jetzt ist er dead. Wir müssen jetzt für Nash spielen. Play Nash. Wenn wir Nash nicht spielen, verlieren wir automatisch das Game. Gerade irgendwie klar zu machen, wie wichtig dieser Drake ist, weil wie wichtig dieser Nash ist. Nice, ultra gut. Ja, seht ihr? Hier ist noch Hoffnung. It's still hope. Ich glaube auch, der Drake hier ist wichtiger. Ja, jetzt kriegen wir den Drake. Die haben gar keinen Nash mehr. Ich muss auf Ezreal aufpassen. Danke. Okay, nice, winnable. Wie genau haben wir den Fighter gewonnen? Die waren halt am Nash beschäftigt, ne? I guess. Und wir haben einfach irgendwie draufgehalten. Es war ja nicht mal ein optimaler Fight. Wobei, ja, doch schon irgendwie. Anivia war halt nicht von Anfang an dabei. Anivia ist halt ultra gut gegen... gegen Udi und Darius, weil die halt einfach rauflaufen müssen. Und die bin ich halt eigentlich auch gut, weil ich dann einfach Damage for free krieg. Kann die da jetzt einmal siegen? Irgendwie, ja, deren Siege ist echt nicht bad, ne? Also. Durchgehend so hoch konzentriert sein, ne? Keiner darf innen von uns. Sehr, sehr hart, sehr, sehr hart. Wir sind auf Soul Point, der spawnt ähnlich zum Nash. Your love keeps lifting me higher. Your love keeps lifting me higher.
nice. Ich will jetzt keine Ult haben, ne? Der Guess, der Caps kann doch spielen, oder? Ja, ich wusste gar nicht, dass der League of Legends spielen kann. Ich hab Stopwatch, nicht Trollkopf. Was? Okay, wie gehen wir vor? Wie gehen wir vor? Wie gehen wir vor? Können wir einfach enden? Wenn man nachfragt, ob man enden kann, dann kann man meistens gar nicht enden. Ich glaube, Baron Buff wäre besser als Double Inhale. Das wird ein starker Ult. Ist nur noch Darius. Nur noch Darius. Treibt ihn wie ein Schweinchen in der Mitte rum. Ah, nicht so ein Schweinchen. Nein, nein, nein. Kein starkes Schweinchen. Ja. Ja, oh mein Gott. Wie haben wir das gewonnen? I guess am Ende hat Caps Solo carried. Ja, weiß ich auch nicht so. Er hat es halt aber auch schwer gemacht, sind wir ehrlich. Oh, what a game. What a game. Lang genug gestallt, bis Caps endlich genug getrollt hatte, ja. Ist halt wirklich so. Ist halt wirklich so. Oh Mann, ey. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. That's a nicer dicer. Ja, ich hab fein gespielt, so.